Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, willkommen am Telestammtisch zur Besprechung des Films White Bird. Ich bin es, du, und heute an meiner Seite ist die Lida. Hallo, Lida. Hallo. Lida, kannst du dich noch erinnern? Ich glaube, es war Anfang 2018, da ist in Deutschland der Film Wunder gestartet. So eine Art Tragikomödie mit so einem kleinen Jungen, der missgestaltet war. Ich weiß jetzt, es politisch inkorrekt gesagt, aber kannst du dich an den Film noch erinnern? Ja, vage. Der war besetzt mit Julia Roberts und Owen Wilson, relativ prominent. Und auch dieser recht kitschig, Tearjerker-mäßig gemachte Film basierte in dem Fall auf einem Roman von der gleichen Autorin, die auch die Graphic Novel zu White Bird verfasst hat. Ganz genau. Ich war nämlich tatsächlich, als ich White Bird gesehen habe, ein bisschen nicht entsetzt, aber so ein bisschen fassungslos, als da plötzlich dieser Junge aus Wunder plötzlich in so einer Art auftauchte, nicht als Figur, sondern in so einer Art Foto- und Kartenspiel, bis mir dann bewusst wurde, White Bird ist, wenn man so will, ein, ich weiß nicht, ob es ein Sequel oder ein Spin-off ist, aber es gehört quasi zum, in Anführungszeichen, selben Universum wie der Film Wunder. So weit hat es die Franchisierung von Hollywood schon gebracht, das ist nicht toll. Ja, es wirkt fast ein wenig beängstigend, weil man dann das Gefühl hat, hier kommt noch viel, viel mehr davon. Und zugleich muss ich auch sagen, wirkt das Ganze wie ein billiger Vermarktungstrick der Autorin, um zu sagen, guck mal Leute, auch wenn diese beiden Geschichten quasi überhaupt nichts miteinander zu tun haben, wenn ihr das gekauft habt, solltet ihr unbedingt auch das kaufen. Ja. Gut, wer es braucht. Ja, wer es braucht. Ob ihr White Bird in eurem Leben braucht, das werden wir euch jetzt verraten. White Bird ist der neue Film von Regisseur Mark Forster. Der hat zuvor Quantum Trost, World War Z, Wenn Träume fliegen lernen, Monsters Ball hat er gemacht und zuletzt dieses Remake von Ein Mann namens Otto. Lida, kannst du uns eben kurz sagen, White Bird, worum geht's eigentlich? Die Haupthandlung ist eine umfassende Rückblende, erzählt von der Großmutter Sarah des, des Rahmencharakters Julian, der in Wonder ein fieser, mobbender Bully war, jetzt durch diese Geschichte seiner Großmutter, die aus Frankreich angereist ist, um ihn in seinem privilegierten Leben zu besuchen, quasi geläutert werden soll. Sie erinnert sich an ihre Jugendjahre. Das waren die 1942er, 43er Jahre, als Frankreich von den Deutschen eingenommen war und sie sich als Tochter jüdischer Eltern verstecken musste. Gerettet hat sie ihr durch eine Gehbehinderung gehandicapter Klassenkamerad Julian, der sie in der elterlichen Scheune versteckte. Wie Sarah dort im Versteck also ausharrt und bangt, dass die Truppen im Ort sie finden mögen und zugleich immer engere Freundschaft mit ihrem Beschützer Julian schließt, davon handelt die Haupthandlung. Ich würde es so ausdrücken, White Bird ist im Kern so eine Mixtur aus Coming-of-Age-Drama mit sehr deutlich romantischen Anklängen und das alles spielt halt in einer sehr düsteren, sehr unmenschlichen Ära, aber leider, der Film, der schwankt immer so zittrig umher zwischen so einer ganz piefigen Teenager-Romanze und einem Historiendrama, das sich dann aber auch niemals traut, wirklich in Anführungszeichen hässlich zu werden. Wie hast du den Film wahrgenommen? Im Prinzip könnten wir jetzt hier schon Schluss machen, weil das ist wirklich wunderbar zusammenfasst. Wir haben hier eine flache, seichte, kitschige Teenie-Romanze, die vielleicht etwas unerwartet kommt angesichts der Jugend der Figuren, denn wenn man das Poster sich anschaut, hat man den Eindruck, man sieht darauf zumindest junge Erwachsene und auch Helen Mirren, die Großmutter spielt, sieht aus wie eine junge Erwachsene. Aber tatsächlich sind das hier, das sind einfach Kids, die einander anschwärmen. Also keine Romanze im wirklich ausgereiften Sinne.
Und der Film tritt die ganze Zeit auf der Stelle. Wir haben hier Sarah, die quasi von den Nazis, die nur mal so ein bisschen Huibu machen. Und abgesehen davon, dass zwei Leute erschossen werden, auch nie sonderlich grausam oder einschüchternd auftreten. Am fiesesten wirkt hier tatsächlich noch einer der Mitschüler Sarahs, der sich freiwillig für eine Miliz, natürlich eine Nazi-Miliz, meldet. Und dann sitzt sie in der Scheune, die auch überraschend gemütlich ist, wie so ein richtiges kleines Abenteuer-Ferienlager da zurecht gemacht. Scheint auch nie sonderlich unter Klaustrophobie oder dergleichen zu leiden. Und ihr bringt Julian immer die Hausaufgaben. Und da hat man den Eindruck, ja, so war es, sich damals vor den Nazis zu verstecken. Man leidet keinen Hunger, es gibt sogar einen Schokokuchen zum Geburtstag. Man kriegt die Haare schön gewaschen von der Mutter des Jungen, bei dem man sich versteckt. Man darf schön in den Sternenhimmel gucken durch so ein malerisches Loch im Dach, wo ich gedacht habe, wieso haben die ganze Zeit dieses Loch im Dach in ihrer Scheune, ohne das irgendwie zu flicken? Also wenn da mal irgendwie ein Ast drauf fällt und ein Loch reinbricht in meiner Scheune, dann repariere ich das doch irgendwann mal. Warum wird nie irgendwas nass in der Scheune, obwohl da ja ein riesen Loch im Dach ist? Warum ist es nicht eiskalt in der Scheune, wenn da ein Riesenloch im Dach ist und sie im Winter unter diesem Loch schläft? Und warum also, wenn ich ein Loch im Dach habe und trotzdem in diesem Gebäude schlafen muss, schlafe ich genau unter dem Loch, anstatt da, wo es geschützt ist? Viele Fragen, die es mir gestellt hat, während der Film auf der Stelle trat. Ja, es ist wirklich so, der Film wirkt teilweise, also nicht teilweise, wirklich durchgängig, fast schon so wie so ein plumper Liebesroman von so einer, so ein bisschen Twilight im okkupierten Frankreich während der Nazizeit. Und das mit der auf der Stelle treten, das stimmt wirklich. Der Film, sobald sie in der Scheune ist, passiert erstmal gefühlt gar nichts, außer, und jetzt kommt's, oh Wunder, haltet euch fest da draußen, ihr Klassenkamerad Julian, ja, der ja wegen einer Polioerkrankung gehbehindert ist, den hat sie vorher nie wirklich wahrgenommen und fand ihn auch immer ein bisschen, ja nicht unheimlich, aber es war nicht so ihr Typ. Aber jetzt, wo er das Leben gerettet hat, so nach und nach, ja, da keimen die Gefühle auf. Und ich weiß nicht warum, aber warum musste das denn sein? Also ich meine nicht, dass er sie rettet, das ist ja ein netter Akt der Menschlichkeit, aber... Dieses, ja, warum diese, musste diese, das sein? Ja, ich also so meine ich das nicht. Sitzen bleiben können. Ja. Nee, aber das, diese Liebesgeschichte, das so wieder so, dieses obligatorische, so, ja, Notsituation, jetzt müssen sich die zwei aber auch verlieben. Und ich finde zum einen, dass die beiden Darsteller, das ist einmal Ariella Glaser und er heißt Orlando Schwert, haben auch nicht die beste Leinwandchemie miteinander, muss ich sagen. Und wie du es auch schon sagtest, also natürlich haben sich haufenweise Leute in allen Alterskategorien damals versucht zu verstecken, aber mir kann keiner weismachen, dass es so romantisch war wie hier, weil das wirkt halt wirklich mehr wie so ein, ja, so eine Art, ja, Ausflug, wie so, ja komm, lass mal schön in den Wald gehen, in die alte Scheune, da ist alles vorbereitet. Nee, das ist so, oh, das ist wieder so ein Film, wo es mich echt ankotzt, wenn da Leute rausgehen und sagen, ja, es war schlimm damals. Und man denkt sich so, Alter, du hast noch nicht mal 2% wahrgenommen, wie schlimm das damals war. Also so ein Film ist White Bird. Und eine Sache, die du gesagt hast, die ist auch wahr, weil das, das muss ich erklären, ich habe den Film gesehen und ich wusste gar nichts. Ich wusste wirklich gar nichts. Ich kannte nur das Poster. Und dieses Poster ist ja mal komplett für einen anderen Film. Das sieht ja wirklich mal aus wie so ein Fantasy-Film. Und bis auf eine Szene mit Wölfen, über die wir gerne gleich noch reden können, ist der Film. Ja, ist der Film auch jetzt nicht besonders fantastisch, sage ich mal. Also gut, je nachdem, also wie gesagt, wie sie flüchtet und wie sie überlebt, das ist schon sehr, in Anführungszeichen, Fantasy-artig, aber nicht in der Fantasy-Art, wie es das Poster suggeriert. Ja, und dann natürlich auch diese ganzen üblen narrativen Klischees, die wir da drin haben. Schon mal dieser Aspekt, dass man sich natürlich bei einer Nazi-Zeit-Story immer auf die guten Figuren fokussiert, damit sich das Publikum in den guten Menschen spiegeln kann. So dieses typische, oh, wir hatten ja alle irgendwo einen Juden versteckt im Keller. Und ich will jetzt nicht zu viel von der Handlung vorwegnehmen, aber zu einem gewissen Punkt wirkt es denn schon wirklich so, ach, ihr hattet auch bei euch jemanden versteckt? Ja, wir auch. Ja, und Müllers auch. Und Tschaikowskis, die hatten auch noch ihren, ich stell mir wirklich Juden so vor, irgendwo versteckt, ne? Ja, im Sommer 1945 kamen sie alle raus.
Genau, ja, als ob jeder irgendwie nur mal so einen Schrank aufmachen müsste oder irgendwie so das Gästezimmer. Ach, da ist ja wieder einer. Und das stimmt, aber, dann so, ja, dann auf der Punkt, dass da suggeriert wird, oh, wenn wir hier eine bestimmte diskriminierte Person haben, in dem Fall jemanden mit einem Handicap, dann muss der ja nur seinen, ja, den Leuten, denen er zumindest gleichgültig ist, einfach nur mal das Leben retten und schon sehen die seine Menschlichkeit. Das ist ja wunderbar, ne? Da müssen alle Leute, die wir so im Alltag einfach mal diskriminieren, einfach nur ein paar lebensrettende Aktionen machen und dann wäre ihr Problem gelöst. Also wo bleibt der Einsatz? Leben retten, los, selbstloses Opfern. Ja, vor allem, weil, also der Film ist mir auch so ein bisschen, also eine Zeit lang dachte ich echt so, wo ist denn jetzt so das große Problem? Weil bis auf diesen einen Miliztypen wirken die halt alle recht nett. Aber dafür, naja, der Miliztyp ist halt wirklich einfach nur, der ist immer nur böse. Das ist wirklich so, als ob der wie damals, der ist halt als Baby in den Zaubertrank mit der Boshaftigkeit gefallen. Ja, so ich wollte jetzt fast sagen, es ist so Baby-Hitler. Ja, das kann auch sein. So der Kleid, so der Provinz-Hitler so ein bisschen, ja. der noch Nazimäßiger sein will als die deutschen Nazis. Aber das ist tatsächlich auch ein weiteres großes Problem, dass der Film das hier so darstellt, dass diejenigen, die sich so übereifrig die braune SS-Uniform hier anziehen wollen, eigentlich als ganz nett dargestellt werden und dann teilweise sogar noch so, hey, pst, ja, hier, ich helfe euch, ne, hier ist der geheime Hinweis und hier kommt so und so, könnt ihr noch was tun. Ach du meine Güte. Und dann natürlich haben wir hier noch einen kleinen Nebenkitschplot mit Kinobildern, wo uns hier weiß gemacht wird, dass sie in der Scheune im Auto quasi ihr eigenes Filmszenario sich aufbauen und erdenken können und wir dann da noch ein paar schöne Bilder aus einer Afrika-Safari reingeschoben kriegen und einfach immer nur denken, nee, also auch im Ort, ja, läuft schön weiter das Kino, keiner muss Hunger leiden, alle sind schick herausstaffiert, dass man sich denkt, wie gut geht's denen eigentlich im Zweiten Weltkrieg? Es fällt doch keine einzige Bombe. Ja, es war auch, ich muss doch wirklich lachen, weil zu Beginn so, wenn sie in der Schule ist, so, mach die Kerze aus, sie dürfen nicht wissen, dass du hier bist, unsere Nachbarn sind mega böse Nazis. Eine halbe Stunde später, ich habe hier diese Projekte in der Schule aufgebaut. Genau, ne? Merkt keiner. Ich gucke ja gern für mich selber mal gigantische Filmprojektionen in der Scheune. Völlig unauffällig. Ja. Es gibt diese eine Szene, die ich gerade eben schon angedeutete. Und ihr könnt jetzt gerne weghören, weil jetzt wird es halt ein bisschen gespoilert. Es gibt halt irgendwann nochmal eine Flucht von ihr, von der Werten. Wie hieß sie noch gleich? Ich habe den Namen vergessen. Sie hieß Sarah. Delia. Sarah. Sarah? Sarah. Nicht Delia? Aber was habe ich denn aufgeschrieben? Na, ist ja das, Sarah. Das ja. Kann ich, die Frage kann ich nicht beantworten, also was du mir da aufgeschrieben hast. Ja, ich habe wieder mal meine Notizen mit der Einkaufsliste verwechselt. Aber ja, Sarah. Und sie flüchtet halt vor einem bösen Nazi, denn ja, es gibt halt auch böse Nazis. Wer hätte das gedacht? Ich war genauso überrascht wie alle. Und dann ist es aber nicht so, dass sie ihn abhängt oder dass sie gegen ihn kämpft und ihn besiegen kann. Nein, im Wald kommen computeranimierte Wölfe und töten den Typen. Und ich der und meine Moment. Genau, ich und meine ganzen Kollegen hatten nach der Sichtung des Films nur diese eine Frage, was sollte das? Weil der Film bis dahin zumindest versucht, einen gewissen, ich nenne es mal Realismus zu frönen. Und dann kommt diese Szene. Und das Problem ist, ich dachte zu Beginn, okay, vielleicht ist es einfach, dass sie es einfach so wahrnimmt, ja, wie so etwas Märchenhaftes. Und dass der Typ vielleicht einfach bei der Jagd nach ihr, weiß ich, gestolpert ist und sich das Genick gebrochen hat oder was weiß ich. Aber nee, da kommt man. Ja, genau. Wer kennt es nicht? Ne? Weißt du, gerade im Wald einmal falsch auf die Wurzel getreten, zack, Genick im Arsch. Aber nein, der Film meint es wird wirklich ernst. Da kommt ein computeranimiertes Wolfsrudel und tötet den Typ. Und ich weiß nicht, was das sollte. Ich meine, das ist wirklich. Also wenn man schon, man kennt ja diese Wendungen in Filmen, wo man einfach nur sagt, warum passiert das, weil das Drehbuch es so will, wo ganz überdeutlich Drehbuchschreibende oder Filmschaffende nicht weiter wussten und sich dann einfach irgendeine Deus Ex Machina Lösung zurechtgelegt haben. Aber das hier ist wirklich die dümmste von allen,
da sie auf so vielen Ebenen nicht ins Handlungsgeschehen passt und man auch diese Situation der Verfolgung und die dann enden sollte mit dem Tod des schurkenhaften Nazi-Miliztypen und ihrem Entkommen, hätte anders beenden können. Wie es du schon sagte, der hätte irgendwie hinfallen oder abstürzen können. Sie hätte ihm das Gewehr aus der Hand reißen können und dann im Handgemenge löst sich ein Schuss und er ist tot. Einfach verschiedene Szenarien, ja, die tausendmal realistischer gewesen wären als dieses eine singulare Fantasy-Element, das sich überhaupt nicht in den Rest der Handlung einfügt. Ich stelle mir halt wirklich vor, wie die Macher oder die Drehbuchautoren oder gerade diese Romanautorin, diese R.J. Palacio, da irgendwie saß, merkt, dass sie sich selbst in so eine Art Sackgasse gebracht hat und dann vermutlich, so stelle ich es mir vor, bei so einem fetten Joint einfach denkt so, Wolf, das ist gut. Anders kann ich es nicht erklären. Da fühlt man sich dann auch nochmal richtig an Twilight erinnert, ja? Ja, hätte es nur wirklich sein müssen, dass einer der Wölfe denn Julian ist. So eine Transformation. Ich habe dir nie davon erzählt, Sarah. Es ist mein kleines Geheimnis. Oh, ich liebe dich trotzdem. Oh, eine Frage hätte ich auch noch. Es ist ja nicht, wir kennen ja ganz viele Geschichten oder Filme, wo es darum geht, dass jemand darüber erzählt, wie er oder sie halt die Nazi-Zeit überlebt hat. Ja. Was ich halt immer seltsam finde, warum sind die immer steinreich und erfolgreich und gehören immer zu irgendeiner Elite. Auch hier. Helen Mirren ist fast gesagt, ne, wir wissen es beide, hätte ich jetzt fast sowas gesagt. Also, ich traue mich jetzt nicht, diesen Witz zu machen, aber er liegt mir auf der Zunge. Warum ist diese jüdische Familie steinreich? Und das ist halt auch eine sehr, sehr unangenehme, ja, Klischee-Idee, die der Film da hatte, wo ich mir gedacht habe, Leute, hat niemand darüber nachgedacht. Also, es wirkt einfach nur peinlich. Ja, weil es ist, weißt du, der Film fängt ja in der Jetztzeit an, wo wir halt diesen Mobber halt kennenlernen, der halt auch auf so einer Elite-Schule halt ist. Und alles ist da so Elite, alles ist immer ein bisschen zu teuer, alles ist ein bisschen zu edel. Und ich meine, verstehe es nicht falsch, wenn du sowas durchgemacht hast und da verdienst du auch ein gutes Leben, aber das wirkt halt so, ja, wie du schon sagst, so klischeesiert einfach alles. Warum muss denn bitte Helen Mirren ihrem Filmenkel bei so einem total fancy Essen zu Hause erklären, wie sie die Nazi-Zeit überlebt hat? Warum kann das nicht einfach in einer normalen Wohnung oder in einem normalen Haus, in einem Altersheim oder sonst so sein? Nein, das muss immer, wirklich immer, also gefühlt immer, aus meiner Perspektive, immer sowas Elitäres haben. Das finde ich irgendwie, das finde ich so abgestanden, wirklich. Nun ist ein Hauptthema meiner gesamten kritischen Arbeit, wie Klassizismus die Norm einfach in der filmischen Welt ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur einen so massiv sichtbarer Elitarismus wie in diesem Film, wo die Hauptcharaktere allesamt wirklich reich sind, nicht nur wohlhabend, sondern reich, sondern da wir schon so weit hier in diese Themenecke abgeschweift sind, kann ich das auch mal kurz mal ausführen, sondern die Darstellung der Mittelschicht als absolute gesellschaftliche Norm und dass man fast nie Menschen aus der Unterschicht im Kino sieht, die nicht entweder A, positive Klischees sind, B, negative Klischees, C, die Charaktere einer Story, in der es nur darum geht, dass jemand die Unterschicht ist. Solche Figuren tauchen nie fest auf. So nach dem Motto, als ob wir Leute aus der Unterschicht, als ob wir kein Leben hätten. Es gibt niemals irgendwie so eine Geschichte, wo wir einfach nur Menschen sind. Passiert nicht, ja? Wir sind positive Klischees, negative Klischees oder es geht unsere ganzen Erzählung. Das einzig Interessante daran ist unsere schreckliche Armut. Gut, so viel dazu. Und dann natürlich, Helen Mirren spielt hier eine weltberühmte Malerin und anhand natürlich, der Kinder, sie ist nicht nur reich, sie ist auch weltberühmt. Ja, anhand der Kinder-Krakel-Bilder, die wir hier von Sarah ja schon in fortgeschrittenem Alter sehen, wirkt das absolut unglaubwürdig, dass sie so evolutionär in der Malerei da auf einmal gewirkt haben soll. Auch das bisschen Erwachsenenbild, was wir dann später von ihr sehen, wirkt nicht nur komplett meilenweit entfernt von den ungelenkten Zeichnungen, die sie da als wie 15-Jährige oder so fabriziert, sondern auch mehr wie Kaufhausmalerei, dass man sich sagt,
Also bitte, das soll jetzt hier in den größten Museen der Welt hängen. Und dann auch so dieses Ding, Helen Mirren spricht natürlich fließend Französisch, aber wenn sie da dann so reinkommt, so Bonjour, c'est moi, grand-mère, à France. Das ist so, hätte man keine französische Schauspielerin finden können? Was soll das denn? Also es ist... Ich muss auch sagen, dass ich habe ja nichts gegen Helen Mirren, ja? Aber ich fand auch, dass sie da gespielt hat, als ob sie einfach gerade vom Set von Fast Furious 10 einfach rübergegangen ist zu White Bird. Also das war halt echt nichts. Ja, mehr verdient der Film aber auch nicht. Das kann ich schon gar nicht verstehen. Sie irgendwie sagt, gut, ich hole mir jetzt hier einfach nochmal einen Gehaltscheck ab. Und dann mache ich irgendwas, worauf ich Lust habe. Ja, also eins muss ich dem Film halt wirklich geben. Ich werde diese Szene mit den Wölfen nicht so schnell vergessen. Die war wirklich schön. Und ich erwische mich manchmal noch heute, dass ich in der Bahn sitze und so denke, so aus dem Nichts so, warum zum Teufel diese Wölfe? Und wenn ihr eine Antwort habt, dafür gibt es den Kommentarbereich. Lida, hast du noch irgendwas, was du zu White Bird loswerden möchtest, außer dein Fazit? Nein. Gut. Dann machen wir jetzt Fazitzeit. Ich fange an. Das ist einfach so eine Mischung aus Historiendrama und Teenie-Romanze. Alles sehr piefig, alles sehr einschläfernd, alles sehr langweilig, bis auf die Wölfe. Und insgesamt ein extrem mutloser und oberflächlicher Film. Und ich brauche sowas einfach nicht mehr. Und das wäre mein Fazit. Wie sieht's bei dir aus? Wenn man versucht, eine drittklassige Teenie-Schnulze interessanter zu machen, sollte man sich vielleicht nicht unbedingt die Nazi-Zeit nehmen. Das ist einfach ein Thema, das es verdient, zumindest ernst genommen zu werden. Ernst genommen heißt nicht, dass man es immer nur todernst inszenieren muss. Man kann es, wie einige großartige Filmschaffende bewiesen haben, auch sehr humorvoll inszenieren. Aber dieser Film ist weder romantisch noch spannend noch in irgendeiner Form historisch akkurat. Und ich habe selten gesehen, dass jemand auf der Leinwand seine traumatischen Erfahrungen so lockerflockig darstellt wie hier Helen Mirren. Ja, also diese Suggestion, dass man einmal sagt, dass eine völlig verharmloste Darstellung vom Leben im Versteck so wenig traumatisiert sein soll wie das hier, was wir von Helen Mirren sehen, ist wirklich, da fühlt man sich durch den Film selbst ja schwerer traumatisiert als durch die Erlebnisse. Ja. Guckt was anderes. Oder guckt nur die Dauerschleife mit den Wölfen. Ja, ich glaube, dass diese Szene vermutlich in spätestens einem halben Jahr auf YouTube aufschlagen wird und dann habt ihr Spaß, das sag ich euch. Ich hatte jetzt auch Spaß, aber trotz allem, ich muss los. Ich habe noch jemanden in der Scheune und muss mit dem noch Kino gucken. Deswegen danke fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Podcasts und Likes gibt. Außerdem haben wir eine Webseite www.tele-stammtisch.de. Ich sage Tschüss und das Gleiche darfst du jetzt auch tun, Nida. Au revoir. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.